Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt hier im Trains in World 2. Wir befinden uns auf der Strecke Dresden-Riesa, fahren hier den Talent 2, Baureihe 442, auf der S1 und starten zu dem Szenario gleich ein bisschen mehr. Gucken wir erstmal, dass wir den Zug hier mal aufgerüstet bekommen. So, Talent 2. Ich saß sehr, sehr lange schon nicht mehr im Talent 2. Was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, erstmal den Generalschlüssel auf ein. Fahrtrichtungswender lassen wir in Neutralstellung. Dann können wir jetzt erstmal die SIFA anmachen, die PZB, den PZB-Störschalter auf ein. LZB lässt sich nicht einstellen. Okay, PZB ist auf jeden Fall an. Sehr gut. Können wir sonst noch irgendwas machen? Nee. Sonnenblende runter. Dann wählen wir mal die Vorwärtsfahrt aus. Geben die Türen auf der linken Seite frei. Was können wir denn noch machen? Was ist das hier? Scheibenwischer, okay. Zuglichter an. Führerstandsbeleuchtung. Ja, lassen wir das mal so. Sandsteuer brauchen wir nicht. Spitzensignale sind eingestellt. Hauptschalter ist geschlossen. Stromabnehmer ist oben. Hier steht es 15 kV. Das ist die PZB-Einrichtung. Okay. Was bist du? Der Tempomat, den lassen wir mal aus. FIS, Coswig übernehmen. Steht das jetzt dran? Jawohl. Dann sind wir soweit eigentlich abfahrbereit. Lösen die Bremse, schließen die Türen. Aha, und da kommt uns noch schon ein Kollege entgegen, sehr schön. Und dürften dann jetzt abfahren. Erstmal nicht schneller als 40, wir sind ja im restriktiven Modus der PZB. Können uns aber befreien. Dürfen dann direkt mit 80 fahren. Da hinten noch ein ICE. Sehr schön. Da noch eine Baureihe 143. Okay, also zum Szenario. Das Szenario ist von Tom Fresco aus dem Railsim Forum. Der Download-Link befindet sich in der Videobeschreibung. Wir sind hier heute auf der S1 unterwegs, testweise mal mit dem Talent 2. Oder Talent 2. Talent, ist auch egal. Huch. Also das mit den Haltemarkierungen ist etwas. Ja, das mit den Bremsen üben wir nochmal, ne? Ich glaube, das hat auch nicht geklappt, oder? Nee. Okay, aber auf jeden Fall ist die Haltemarkierung hier ein wenig fehl am Platz, würde ich mal behaupten. Machen wir die Türen wieder zu. Haben wir hier noch 182, sehr schön.
Ja, was machen wir denn jetzt? Würde ich mal sagen, machen wir mal etwas. V-Überwachung 100 km/h. Gibt es das? Ich setze mal langsam zurück. Dürfen wir natürlich eigentlich nicht machen in Realitäten, ist klar, aber sonst funktioniert das mit dem Szenario hier nicht. Aber komisch, dass die Haltemarkierung so extremst weit weg ist vom Bahnsteig. Da, ne? Außerdem habe ich doch diese Haltemarkierung ausgeschaltet. Ach so, ah, ich checke es. So, jetzt aber. Hier war praktisch die Stoppmarkierung und dann gingen ja diese Felder, diese farbigen Felder in diese Richtung runter. Im Grunde genommen war das einfach nur falsch herumgedreht. Der Stoppmarker war an sich richtig gesetzt, allerdings müssten die Felder halt in die andere Seite runter. Okay, deshalb bin ich auch voll darüber hinausgeschossen, über das Ziel. Aber die wollte ich sowieso ausstellen. Einstellungen. Zielmarkierung, Haltetafel aus, anlegen. Genau, so. Wow. Wahnsinnig viel los hier ist. So, vielleicht hat es irgendjemand gerade im Hintergrund gesehen. Ich wollte anfahren, habe aber vergessen, dass der Fahrtrichtungswender natürlich noch in Rückwärtsstellung war. Also jetzt fahren wir aber richtig. Jetzt sind wir wieder in der 45er-Überwachung, können uns aber befreien. Okay, der 85er leuchtet interessanterweise noch. Also der blinkt noch auf. Soll das so? Ich glaube nicht, weil ich meine, hier im HUD leuchtet der jetzt auch nicht. Komisch. So, nächste Haltestelle Dresden Mitte. Ach, herrlich. So, links die Türen auf. Wow, wir haben Ampeln. Das muss ich mir kurz angucken. Das ist doch neu. Dass wir richtige Ampeln haben. Wahnsinn. Natürlich funktionieren die nicht in diesem Sinne, aber das ist auch vollkommen egal. Wir haben Ampeln. Okay, wow, wir haben sogar Bushaltestellen, wo Fahrgäste stehen. Ich bin fasziniert. Hut ab, DTG. Das ist echt cool. Da vorne stehen auch noch ein paar Leute. Da auch. Wow. Absolut wow.
So, Türen links zu. Also bei jedem Mal, wo ich jetzt hier auf dieser Strecke unterwegs war, das ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Video, jedes Mal hat man irgendwas Neues entdeckt, was verbessert wurde. Also Hut ab, die Strecke ist einfach absolute Weltklasse. So, 80 dürfen wir fahren. So, PZB wachsam. 70 sind erreicht und dann halten wir auch gleich in Dresden-Neustadt. Okay. So, ab hier dürfen wir dann mit 70 weiterfahren. Wow, wie viel hier los ist. Also Hut ab. Der Szenariobauer mal wieder Weltklasse unterwegs. Also es ist jetzt schon ein wahnsinnig tolles Szenario. So, hier gelten die 70. Hier geht es jetzt ein bisschen berg runter, von daher werden wir noch ein bisschen beschleunigen. Also nehmen wir ein bisschen E-Bremskraft mit dazu. So, dann halten wir ungefähr die 70. Jetzt geht es wieder ein bisschen hoch und wir müssen E anhalten. Na gut, das mit dem Bremsen. Ich und Regionalzüge. Da hinten noch Dresden-Neustadt. Wow.
Oh. Ich habe die Türen zu früh zugemacht. Ach Gott. Dann machen wir die Türen nochmal auf. So, jetzt aber. Und ab da dürfen wir 100. Und hier dann 120. Pischen. Das war knapp. Gerade noch im letzten Moment ausgewichen. Dresden-Trachau. Okay, es geht. Naja. Das war dann wohl die Notbremse.
Aber ich meine, funktioniert sie. Zeit, GW, LW, LAT, LAD, FSD, Zug. Mhm. Plus 267 Minuten. Haben wir schon so viel Verspätung? Passiert. Automatische Ansage, Ausstiegsseite. Schafft ein Signal. Lautsprecher. Instrumentenbeleuchtung, ha? Führerstandsbeleuchtungsdimmer. Was sind die Instrumentenbeleuchtung überhaupt an? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so ganz beurteilen. Ja doch, ich glaube schon. Radebeul in 2 Kilometern. Radebeul Ost. Und noch 143 kommt uns entgegen mit 2 Dostos. Haben wir da rumstehen? Noch mehr? Das sieht aus wie ein Intercity. Sehr, sehr schön. Bremst doch. Oh Gott. Ich verstehe es nicht so recht. Wenn ich mit der indirekten Bremse bremse, dann bremst er dann gar nicht mehr mit elektrischer Bremskraft, weil gerade eben waren wir dann nur noch bei minus 1 Kilonewton. Heißt also, dann bremst er einfach gar nicht mehr. Sobald ich die indirekte Bremse anziehe. Ups. Oh Gott. So. Ach ja, hier ist, glaube ich, eine Schmalspurbahn, ne? Radebeul Ost. Ja, auf jeden Fall sind hier die ein oder anderen Gleise. Hier ebenfalls noch. Ja, aber das sind normale Gleise. Das ist. Hier links haben wir auf jeden Fall Schmalspur. Hier auch. Die sind sogar hier richtig eingezeichnet. Mhm. Mhm. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Von uns auf jeden Fall immer noch die Schmalspurbahn.
So, Radebeul, Weintraube. Ihr seht das also links in dem Display, sind ja minus 103 kN jetzt gerade eingezeichnet. Das ist die Bremskraft, mit der wir jetzt gerade bremsen. Jetzt erhöhe ich nochmal ein bisschen, minus 128. Jetzt ziehe ich die indirekte Bremse an. Und jetzt haben wir einfach gar keine E-Bremskraft mehr. Radebeul Kötschenbroda, Gleis 1 in 2 Kilometern. Interessant. Jetzt bleibe ich mal nur mit der E-Bremse. Aha, okay. Egal. Oh, hier gibt es sogar WLAN. Im Saxonia Express. DB Regio AG Region Südost Dresden Hauptbahnhof.
Radebeul Zitschewig. Na, Sachsen. Ich vermeide mal meine schlechten Sächsisch-Impressionen. Ja, das ist der Abschnitt mit diesen gefühlt 3000 verschiedenen Schildern. Ich sollte häufiger Güterzüge fahren, das mit dem Bremsen bei Regionalzügen ist nicht so meins. Hier werden auf jeden Fall diese anderen Oberleitungsmasten verwendet. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube, die gleichen sind auch bei Rapid Transit mit verbaut, meine ich zumindest. Zumindest teilweise. Ich glaube, ein großer Teil des Netzes wurde einfach von der DDR bzw. von der Deutschen Reichsbahn übernommen. Sodass hier gerade im Osten solche interessanten Unterschiede, was Oberleitung und sowas angeht, nicht historisch zu erklären sind. Allerdings weiß ich darüber nichts Genaues, sondern weiß es mehr nur so von Hören sagen, wenn man so möchte. Auf jeden Fall haben wir hier andere Oberleitungen. So. Hallo? Warum schaltest du keine Leistung auf? Was war denn das jetzt gerade? Hat einfach spontan sich dagegen entschieden, noch weiter Leistung aufzuschalten. So. Das wird bestätigt. Und dann sind wir gleich in unserer Endhaltestelle Cosfic. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat in diesem Video. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mal sehen wollen würdet. Jetzt bezogen auf Riesa Dresden. Gibt es da irgendetwas, irgendein spezielles Szenario, irgendeine bestimmte Lok, die ihr gerne mal sehen würdet? Schreibt es mir einfach gerne mal in die Kommentare rein. Und dann kann ich mal gucken, ob ich das nicht vielleicht auch mal dann spielen kann. Ah, hier steht noch einiges rum in Cosfic, ne? So, und wir haben hier vorne dann Halt zu erwarten. Ach ja, HL-Signale. Sehr, sehr viele gelbe Leuchten. Sehr viele gelbe Leuchten. So, 500 Hertz Magnet ist aktiv. Hier vorne haben wir 146 nochmal.
Ah, hier ist auch ordentlich was los. Turn off. Dann gucken wir uns hier noch einmal kurz um. Coswig Dresden. Hier vorne haben wir auch den Dosto nach Coswig. Hier haben wir eine 182. Ja, und dieser Streckenabschnitt hier vorne, der wird noch innerhalb der nächsten Wochen von DTG nachgeliefert. Also praktisch der Abschnitt Richtung Meißen. Wir können es mal ganz kurz hier mal angucken, inwieweit das bis hierhin ausgebaut ist. So, es gibt auch schon einzelne Screenshots, die dazu veröffentlicht worden sind. Mal gucken, wie weit wir hier mit der Kamera rumfliegen können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir links oder rechts müssen. Das müsste, glaube ich, dieser Abzweig hier sein, oder? Also hier und dann... Puh. Doch, ich glaube schon. Fliegen wir mal hier links lang. Ach, können wir gar nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Wir können gar nicht in diese Richtung weiter. Dann wird das vermutlich auch da irgendwo sein. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ja gut, hier können wir dann einfach weiterfahren. Das ist der ganz normale Weg. So, dann zurück in unseren Zug. Machen wir die Tür links zu. Und dann verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.